Wieso hört ihr auf diesen Clown? Was? Du hast mich verstanden. Clown! Ehrlich, Mann, ich weiß gar nicht, was das schon wieder soll. Ich hab das cool für ihn hingebastelt, Mann. Ist eine astreine Aktion. Astrein, sagst du? So wie damals, als du meintest, dein Cousin arbeitet für Dr. Dre? Oder wie damals, als du so gut mit diesem Praktikanten in Russell Simmons Firma befreundet warst? Oder wie damals, als... Verdammt, Mann, halt die Klappe! Warum musst du mich immer anmachen? Ich meine, bloß weil ich vorankomme? Oder weil du seit 2 Jahren deinen Arsch nicht hochkriegst und bei diesen Battles festhängst? Du abgefuckter Loser! Wie nennst du hier Loser? Du bist ja cool! Ja. Ja. Wieso hört ihr auf diesen Clown? Wieso hört ihr auf diesen Clown? Auf jemanden hören means to listen to somebody and to do what somebody says. Don't mix auf jemanden hören with the verb aufhören, where auf is a separate prefix and it means to stop. Zum Beispiel, if it were aufhören, then the separate prefix auf would be the end of a sentence. So, our sentence is translated as Why I listen to this clown? Wieso hört ihr auf diesen Clown? Was? Du hast mich verstanden. Clown! Ehrlich, Mann, ich weiß gar nicht, was das schon wieder soll. Ehrlich, Mann, ich weiß gar nicht, was das schon wieder soll. Ich weiß gar nicht. Can be translated as I don't know at all. I really have no clue. Or I don't even know. Instead of just ehrlich, that means honestly, to be honest or frankly said, you can say ehrlich gesagt. So you can say ehrlich or ehrlich gesagt. Our sentence is translated as honestly, man, I don't even know what this is about. Ehrlich, Mann, ich weiß gar nicht, was das schon wieder soll. Ich hab das cool für ihn hingebastelt, Mann, ist eine astreine Aktion. Ich habe das cool für ihn hingeregt. Mann, ist eine astreine Aktion. The verb hinkriegen means to make or cause something happen or to manage to do something. So, our sentence is translated as I managed to do a good deal for him. It's for real. Ich habe das cool für ihn hingekriegt. Mann, ist eine astreine Aktion. Astrein, sagst du? So wie damals, als du meintest, dein Cousin arbeitet für Dr. Dre? Astrein, sagst du? So wie damals, als du meintest, dein Cousin arbeitet für Dr. Dre? Pay attention to the word cousin. It's pronounced in English cousin, but in German Cousin. Okay? So, take a look at the word astrein. It's an adjective and it means sehr schön or good. And let's say an expression, wie damals, means like the time, and you can translate it as it was then. So, our sentence is translated as, you say great, it's like the time you said your cousin worked for Dr. Dre. One more time, take a look at the word cousin. In German, it's Cousin. Oder wie damals, als du so gut mit diesem Praktikanten in Russell Simmons Firma befreundet warst? Oder wie damals, als... Verdammt, Mann, halt die Klappe! Verdammt, Mann, halt die Klappe. Verdammt means goddammit or damn. And the expression halt die Klappe means shut up, shut the fuck up or shut your mouth. So, our sentence is translated as goddammit, man, shut up. Warum musst du mich immer anmachen? Warum musst du mich anmachen? Let's take a look at the verb anmachen. Most of you know the expression. Mach das Licht an. Turn the light on. But anmachen has another different meanings. And the first one is jemanden anmachen means to hit on somebody, to turn somebody on, to make a play for somebody, and etc. Let's say somehow in romantic or erotic way. And there is another meaning. Jemanden anmachen means to tease, to flame. To talk to someone in a way that produces a row or an argument. To offend verbally. It can be translated as to shit all over or to give somebody shit. So, our sentence is translated as Why I always give me shit? Warum musst du mich anmachen?
Ich meine, bloß weil ich vorankomme? Ich meine bloß, weil ich vorankomme? Ich meine bloß means I just meant, I'm merely saying, or just I'm saying. The verb vorankommen means to move forward, to get ahead, or to make moves. So, I just meant because I'm making moves. Ich meine bloß, weil ich vorankomme. Oder weil du seit 2 Jahren deinen Arsch nicht hochkriegst und bei diesen Battles festhängst. Oder weil du seit 3 Jahren deinen Arsch nicht hochkriegst und bei diesen Battles festhängst. The expression den Arsch hochkriegen means to start doing something or taking action instead of not doing anything. You can translate it as to get your head out your ass. The verb festhanging can be translated as to be stuck. Okay, our sentence is translated as or because you didn't get your head out of your ass for the last 3 years, being stuck on battles. Oder weil du seit 3 Jahren deinen Arsch nicht hochkriegst und bei diesen Battles festhängst. Du abgefuckter Loser! Wie nennst du hier Loser? Du bist ja gut! Ich euch ab!